Kreis, wie kann ich eine Strecke in beliebig viele Teile genau und zwar richtig teilen? Ich mache praktisch eine Gebrauchsanleitung. Also jetzt kommt Gebrauchsanleitung. Zum Streckenteilen. Zum Teilen von Strecken. Ist ein schöner Trick. Wir können ja alle Strecken halbieren mit dem Zirkel, das ist nicht das Problem. Aber diesen schönen Trick, den sollte man eigentlich schon eher können, als dass der Strahlensatz angewandt wird. Weil, dann haben wir nämlich richtig was davon. Beispiel, ich habe eine Strecke. Und diese Strecke, ich weiß nicht, wie lang die ist. L ist gleich weiß der Kuckuck. Und ich möchte aber die Strecke, also gegeben ist diese olle Strecke und gesucht ist Strecke in 7 Teile teilen. Beispiel, das ist nur in 7 Teile teilen. Das ist nur ein Beispiel. So, dann, das war das Erste. Jetzt lege ich in einem Winkel von ungefähr 30 bis 45 Grad, nicht zu groß wählen, ich zeige dann gleich, warum das Blödsinn ist, ungefähr 45 Grad mache ich eine Hilfsstrecke, und zwar von diesem Punkt, ungefähr hier 30, 40 Grad, ungefähr. Dann schnappe ich mir einen Zirkel, das deute ich jetzt in grün an, und nehme eine Zirkelspanne, die ungefähr hier auf dieser Hilfsstrecke 7 Streckeneinheiten ergibt. Das heißt also, wenn ich das hier mache, ja, dann kann ich die höchstens in 2 Teile teilen, dann wird das nichts, ne? Das wäre Blödsinn. Ich nehme also eine relativ kurze Zirkelspanne, die mir ungefähr eine siebenfache Teilung bringen wird. Steche also hier in den Punkt ein und mache den ersten Kreisbogen. Steche hier ein, der nächste, mit der gleichen Zirkelspanne, die muss immer gleich sein. Und 2, wieder einstechen, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt habe ich meine Strecke in 7 Teile geteilt, ich zähle nochmal ab. Das wäre also 1, nicht dran schreiben, 2, 3, das mache ich jetzt bloß, 4, 5, 6, 7. Und das schreibt man nicht ran, das ist Blödsinn. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt mache ich mir eine Hilfslinie in Auberginen, bitte. Und verbinde den letzten Punkt, den ich gefunden habe, mit dem Endpunkt meiner Strecke, wo die Länge nicht bekannt ist, die ich aber teilen möchte. Einfach verbinden. Schwupp. Und diese Linie hier, die verschiebe ich jetzt parallel. Parallelverschiebung muss ich jetzt nicht so sagen. Und jetzt durch das Parallelverschieben dieser Strecke ergeben sich parallele Linien zu der Auberginen-Ausgangslinie. Die Pfeile, die lassen wir dann weg, ist klar. Und jedes Mal, wenn diese neue Verschiebung meine schwarze Strecke, meine Ausgangsstrecke trifft, kann ich ganz sicher sein, dass ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teile draus gemacht habe. Das heißt, L Siebtel entsteht hier, also von hier bis hier, was hier natürlich freihand alles nicht so gelingt, hier entsteht wirklich L Siebtel, immer wieder. L Siebtel, das schreibt man auch nicht ran. Ich mache das bloß jetzt und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Also meine Zeichnung, die sieht ein bisschen doof aus, weiß ich, weil es freie Hand ist. Wenn man das richtig sauber parallel verschiebt, und genau das ist Hausaufgabe, eine Strecke in Hausaufgabe, also üben, eine Strecke in 9 Teile teilen. Ich will es sehen. So, ich mache mal Pause, gibt es Fragen. Jetzt noch ein paar Tipps dazu, wie es nicht klappt. Beispiel, ich hatte ja eben schon gesagt, wenn ich die Zirkelspanne zu weit wähle, ne, das ist auch Blödsinn. Jetzt machen wir es mal so, die Strecke will ich teilen, so, so, in 7 Teile, bleiben wir bei dem Beispiel. Ich kann das Ganze auch mit der Hilfslinie so machen. Aber, was ungünstig ist, ich bleibe mal jetzt hier unten, dann habe ich mehr Platz, was ungünstig ist, was habe ich für eine Farbe genommen? Blau. Wenn ich die Strecke bloß so kurz mache. Weil piepel, piepel, piep, 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 das wird nichts. Merkt ihr was? Dann wird der Winkel zu spitz. So genau kann keiner mehr parallel verschieben. Also das ist Mist, ne? Schön diese Hilfslinie so lang machen, ungefähr wie die zu teilende Strecke.
und ungefähr hier ankomme. Es ist kein Verbrechen, wenn ich hier ankomme, das geht noch. Aber es wäre blödsinnig, hier zu versuchen, irgendwie da noch so eine Strecke dann hier parallel zu verschieben. Das ergibt zu blöde Winkel und es wird nichts, kann ich gleich sagen. Also 30, 45 Grad. Nehmen wir mal an, warte mal, hier gibt es Fragen. Es ist genauso verrückt, wenn ich den Winkel, also wenn ich 90 Grad wähle, geht noch. Wenn ich hier sage, ich komme hier bei 7 Teilen an, das lässt sich noch alles machen, alles noch machbar. Aber was nicht mehr gut geht, es geht theoretisch immer, wenn ich, wenn ich versuche, das hier mit zu teilen, dann komme ich wieder mit spitzen Winkeln an, ne? Dann wird das wieder total spitz und so weiter und so fort. Und die Abstände werden dann letzten Endes zu klein und hier dadurch zu ungenau. So parallel, so gut kann keiner parallel verschieben. Also das ist dann nicht gut, so macht man es nicht, dann müssen wir das anders machen. Jetzt nochmal zu unserem Thaleskreis. Also das war eben die Anleitung hier, ne? Wie kann man Strecken teilen, und jetzt nochmal zu unserem Thaleskreis. Wenn ich das hier gemacht habe, kann ich Folgendes machen. Dann kann ich ja sagen, okay,